Jo Leute, was geht? Klim am Start. Willkommen zurück bei Ark Survival Evolved. Ich möchte mal ganz kurz unser Campfire erstmal anmachen und dann unser Fleisch da drin braten, weil wir 15 Fleisch haben. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit sowieso durch die Gegend rennen, dann kann das Fleisch auch mal kochen. Dann möchte ich ein bisschen Zeug hier rausnehmen und vielleicht das andere Haus zu Ende bauen, weil wir brauchen dafür eigentlich nur Thatch. Schauen wir mal ganz kurz, was wir denn craften müssen. Wir müssen ein Doorframe machen. Und wir müssen 4, 1, 2, 3, 4. Oh, geil, das passt sogar perfekt. Oh, ich bin glücklich und zufrieden. Super cool. Okay, davon craftet er jetzt noch genug. Und dann möchte ich euch was zeigen, was ich... Alter. Du hast mich gerade hart erschrocken. Ich möchte auf jeden Fall noch Speere machen, weil meine ganzen Speere ja kaputt gegangen sind. In der letzten Folge. Spear, was brauchen wir dafür? Wood und wir brauchen Fiber. Wir haben kein Fiber mehr. Wir müssen echt Fiber farmen. Müt, müt, mein Handy vibriert. Und ich möchte euch was zeigen, was ich eben gesehen habe. Eine Sekunde. So, Sekunde vorbei. What the f... Achso, hi. Ich dachte schnell, was ist da denn wieder los? Ich wollte euch noch was zeigen, was ich herausgefunden habe. Aber vorher bauen wir uns noch die kleine Bude hier zusammen. Ne? Wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch die Bude hier zusammenbauen. Ganz kurz können wir mal gucken, ob das Feuer fertig ist. Weil... Nee, noch gar nicht. Aber ich stand ziemlich lange. Was heißt ziemlich lange? Ich stand jetzt ein bisschen AFK da. So, und dann pappen wir noch die Dächer drauf. Und dann sind doch alle zufrieden. Nein, hier drauf tatsächlich. Und hier drauf, bitte. So. Guck mal, geil. Guck mal, wir haben jetzt unsere eigene zweite Bude. Wie cool ist das denn? Ja, guck mal. Und hier steht Klim Sleep. Und wenn wir näher dran gehen, Fast Travel. Wir können Fast Traveln. Es öffnet sich die Map. Ich hoffe, dass... Übrigens wird die ganze Map von Online-Play freigeschaltet. Das heißt, wenn man online spielt, ein Tier, das Gebiet erkundet, dann wird die Map auch freigeschaltet. Das heißt aber, wenn ich hier noch einen Schlafsack hin platziere, könnte ich dann dazwischen fast traveln. Genau das möchte ich herausfinden in dem Let's Play. Und oh, das sieht so geil aus alles aber, ne? Mal schauen wir mal erstmal, was das Feuer hier wieder macht. Warte mal. E gedrückt halten, dann auf Access Inventory klicken. Und dann das Fleisch rausnehmen, was wir auch auf jeden Fall mitnehmen werden. Put out fire. Dann haben wir doch, wenn ich mich richtig erinnere, keine Speere gemacht, weil uns was gefehlt hat. Was hat uns denn gefehlt? Wood und Fieber. Ja, Fieber können wir ja bekommen, das ist ja nicht das Problem. Vielleicht auch hierher. Answer, bla 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 bla. Und ein paar Beeren, schön. Ein paar Beeren, zwei verschiedene Beeren vom selben Busch. Das muss man auch erschmaffen. Erstmal schmaffen, genau. Erstmal Nee, dich lasse ich in Ruhe. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht hier aus diesem umgefallenen Baum noch ein bisschen Holz klöppeln können. Thatch, Wood, perfekt. Noch mehr Wood, ganz viel Wood für uns. Ah, oh, wie schön. Und dann hier nochmal. Zack, zack. Einfach mal der Baum geschnitzelt. Und dann machen wir uns mal so 10 Speere oder so und gehen dann mal ein bisschen auf die Jagd. Der Baum braucht auch nicht mehr lange. Und dann packen wir uns die Wurst nochmal ein bisschen weg. Dehydrated. Ja, das soll ich mir nicht zweimal sagen. Ey, wirklich nicht. Hui. Find some water. Gar kein Problem. Jetzt sind wir nicht mehr dehydrated. Irgendwie ein bisschen, wie gesagt, unlogisch, dass man... Ja, jetzt ist hier, steht hier aber gar nichts mehr. Naja, naja. Dann pappeln wir uns noch eben die ganzen Pflanzen, die hier stehen, weg. Man kann tatsächlich dann an jeder Pflanze alles abbauen. An jeder blöden Pflanze, die hier irgendwie rumsteht. Das ist aber auch sehr interessant, dass man dann halt so viel bekommt. Egal. Wir können ja einfach mal alles randommäßig abbauen. Von jeder Pflanze. Fieber, Fieber, Fieber. Ganz viel Fieber. Ich höre hier doch auch schon so eine Art Dodo oder so. Läuft hier doch rum irgendwo. Der will mich doch verarschen. Ich finde die Dodos eigentlich voll süß. Ich will die eigentlich gar nicht umbringen. Ich will hier eigentlich überhaupt nichts umbringen, weil das ein scheiß Dinos, Mann. Wonderschnatschiblickel-Dinos. Und den bringe ich auf keinen Fall um. Das ist mein Held. Den will ich reiten. Den will ich nicht umbringen. Den will ich zähmen. Und das wird dann mein bester Freund. Bis wir einen Drachen finden, natürlich. Weil Drachen ist natürlich... Drachen ist... Ja, ich bin einfach weitergegangen. Level up! Okay, dann werden wir auf jeden Fall an dieser Stelle... Food wäre eigentlich auch ganz geil, weil wir können alles erhöhen. Das finde ich irgendwie geil. Fortitude. Nee, ich möchte Movement Speed vielleicht noch mal ein bisschen erhöhen. Nur mal 2%. Melee Damage ist alles nicht so viel, was da wird. Stamina ist vielleicht mal eine gute Idee. Und dann haben wir 8 Points... Wir können immer noch nicht die neuen machen. Also Wood Foundation können wir machen.
Aber das mit Level 10 können wir noch nicht machen. Ich frage mich vielleicht, ob wir ein bisschen was sparen sollen. Den Blood Exhalator brauchen wir nicht. Der ist eher für den Multiplayer geeignet. Die Slingshot wäre vielleicht ganz cool. Ja. Was haben wir denn hier? Ein Sattel? Fiumina, with this to ride it. Das wäre eigentlich mal geil, rauszukriegen, wie diese Sattel funktionieren. Fiumina Saddle. Ja, weißt du was? Wir machen einfach mal so einen blöden Sattel. Und dann gucken wir mal, wie wir das Vieh zähmen können. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen Hide. Also wir müssen ganz viele Viecher auf jeden Fall töten dafür. Auch witzig, wir müssen, naja. Eins, zwei Speere. Was fehlt uns denn noch wieder? Fiber fehlt uns. Eine ganze Menge Fiber fehlt uns. Können wir hier nachts dann vielleicht mal hier... Access Inventory. Haben wir denn hier Holz oder so? Ne, wir haben nur hier... Thatch ganz viel, ne? Doch, Holz haben wir auch. Ich pack mal einfach so ein 100er Ding in Thatch hier rein. Mal gucken, wie schnell das wegburnt. Ist ja eigentlich nur eine Fackel. Sollte also relativ lange halten. Guck mal, wir haben hier dann quasi... Hier die auch noch. Finde ich aber irgendwie cool, dass die auch Fuel brauchen. Irgendwie auch logisch, klar. Weil von alleine brennt das nicht. Bloß dämlich, dass man da 99 Thatch einfach draufballern kann und das dann... Ja gut, ne, aber ansonsten... Na, die brennen zum Glück ziemlich lange irgendwie pro Thatch anscheinend. Jetzt haben wir so ein richtiges... Ist richtig geil eigentlich auch, ne? Können wir eigentlich schlafen gehen? Fast Travel. Rename, Demolish, Pick Up. Wir können da drin nicht schlafen gehen. Wir können nur Fast Travel damit. Ach, schau mal an. Guck mal da hinten. Das gehen wir jetzt aber noch erkunden, oder? Ich würde sagen, wenn so ein Ding so nah bei uns dran ist, dann können wir da auch auf jeden Fall mal reinschauen. Einfach nur, um zu zeigen, was das Ding überhaupt ist. Wir haben noch ein Campfire, fällt mir gerade auf. Weil wir zwei Stück gemacht haben am Anfang. Ich gehe jetzt einfach mal dahin und zeige euch, was es damit auf sich hat. Weil das ist bestimmt auch so eine Sache, da sind einige von euch ein bisschen neugierig drauf. Die da hinten, wie gesagt, da traue ich mich noch nicht hin. Da vielleicht mal, wenn wir ein bisschen höher Level sind. Aber, oh ja, warte mal, wenn wir schon Dodo unterwegs treffen, dann wollen wir den natürlich auch... Zack! Kleiner Leck hier übrigens gerade. Habt ihr das wahrscheinlich gesehen. Aber, oh, 6 Hide, ey, das ist gut. Ah, guck mal, noch ein Dodo. Schön. Es tut mir leid, mein Freund, dass ich dich jetzt hier so brutalst abschlachten muss. Aber ich brauche dein Fell, brauche ich leider. Keine Sorge, du wirst nicht vergessen, der dehnt. Das Vieh will ich auch nochmal töten, aber die rennen ja direkt weg. Das ist im Prinzip ein fetter Lichtkegel. Ihr seht es ja auch schon, ne? Ist halt ein fetter Lichtkegel, der da am Rand des Horizonts ist. Und ich zeige euch einfach, was es damit auf sich hat. Dann wisst ihr auch direkt Bescheid. Können wir eigentlich jetzt... Ich wollte ja noch diese Wasserflasche machen. Bevor wir jetzt nochmal ein bisschen weitergehen. Haben wir die denn? Was brauchen wir? Hide haben wir jetzt noch. Wir brauchen nur noch Fiber. Gut, dann gehe ich mal hier so ein bisschen dran vorbei. So, zack. Ne, dass wir vielleicht noch ein bisschen Fiber mitbekommen. So, ein bisschen durch die Pflanzen durch. 10 Fiber. Jetzt können wir uns das Ding auf jeden Fall craften. Aber ich gehe trotzdem einfach mal... Ich mach mir das jetzt nochmal. So viel Geduld muss sein, meine Freunde, ja? Dass wir uns ja eben mal dieses komische Wasserding craften können. Ich möchte nämlich wissen, wie das funktioniert. So, Waterskin. Können wir uns das jetzt irgendwo dran packen? Nein, das können wir mitnehmen. Okay, das haben wir jetzt auf 6. Füllt sich das, wenn wir hier irgendwie schwimmen gehen? Das wäre nämlich jetzt das, was ich irgendwie denken würde. Dass sich das langsam auffüllt. Es füllt sich nicht auf. Wir können es auch nicht in die Hand nehmen. einfach mal. Consumable. Good to keep you hydrated. Ah, jetzt haben wir das schon davon getrunken. Okay. Ich verstehe. Egal, ich zeige euch jetzt erstmal, was das ist, weil darauf wartet ihr alle. Ich finde auch geil, dass das hier einfach mal eine dynamische Lichtquelle dann ist. Vielleicht haben wir ganz viel Glück. Aber wahrscheinlich nicht. Deswegen gehen wir einfach mal hier dran. Da, Loot Crate, Supply Crate requires Survivor Level 15 to open. Da ist Zeug drin. Fragt mich nicht, was da drin ist. So hoch war ich noch nicht. Aber wir sind Level 8. Das heißt noch 7 Level und wir können die ersten davon öffnen. Das tut uns übrigens nicht weh, wenn wir auch mal hier drin stehen. Das interessiert gar keinen. Das sind Supply Crates, die vom Himmel droppen anscheinend irgendwie. Da ist übrigens auch der Mond. Ist da eine... Das sieht auch aus. Ach so, der Stern ist so ein bisschen... Lol. Wie die Sterne hier Lichtstrahlen werfen. Das sind Supply Crates, die... Ach, wie geil, guck mal, wie geil das aussieht, Alter. Das ist schon schön, das Spiel. Also, da kann man nichts sagen. Das ist eine scheiß Pre-Alpha und es sieht echt verdammt gut aus.
Ich glaube auch, dass die Farbe des Strahls stark was damit zu tun hat, ab welchem Level die ist. Weil ich habe jetzt schon ein paar Mal so ein grünes gesehen. Die waren alle Level 15. Und ich war letztens bei einem lilanen, glaube ich, oder bei einem blauen. Und das war Level 35. Also es kommt auch so ein bisschen drauf an. Die Dinger sind auch für verschiedene Levels ausgelegt. Beziehungsweise öffnenbar. Was wollen wir jetzt? Das ist übrigens gerade unser Ziel hier. Das Ding haben wir schon. Perfekt. Wir brauchen quasi jetzt... Noch eine Box wäre ganz nice. Und ansonsten ist eigentlich nur ein bisschen Jagen angesagt. Das heißt, wir brauchen mehr Speere. 60 Holz haben wir genug. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur Fiber aktuell. Dann würde ich sagen, sammeln wir einfach mal ein bisschen Fiber und vielleicht den einen oder anderen Stein. Aber den sammeln wir dann, wenn wir unterwegs sind. Ich würde sagen, das ist so die letzte Vorbereitung vor unserer großen Reise. Wir haben dann genug zu essen mit unseren 14 Fleisch. Wir haben dann, davon können wir übrigens mal eins essen, wir haben dann genug zu trinken mit unserer zu trinken Flasche. Wir haben unsere Map, die ist natürlich auf jeden Fall dabei. Und dann sollten wir den Rest auch hier ablegen. Wir sollten ja nicht zu viel mit auf unsere Reise nehmen. Ja, davon sollten wir auf jeden Fall mal hier mitnehmen. Ich gehe jetzt einfach mal zurück und drücke währenddessen nochmal eh meine altbewiesene Taktik, die auch funktioniert. Dann bin ich tatsächlich am Überlegen, wie wir das am schlauesten anstellen. Wir wollen ja ein paar Dinos jagen, das heißt, wir müssen noch... auf jeden Fall ein paar Speere machen. 10 Stück will ich mindestens haben. Vielleicht noch den einen oder anderen mehr, das müssen wir dann schauen. Dann könnte man vielleicht auch mal hier so einen Stein abhaken. Flint, sehr gut. Noch mehr Flint. Flint ist... Boah, das war ein ziemlich großer Stein. Kann man den auch abhaken? Das ist so ein Riesenbrocken einfach. Du schlägst ein paar Mal drauf, kriegst 2 Flints und dann ist so ein fetter Stein einfach weg. Tschüss. Ja, tschüss, danke. Perfekt. Wow, hier ist es dunkel. Da hinten könnten wir auch hingehen, aber das ist wahrscheinlich dann so einer, der für Level 1000 ist. Deswegen werde ich da auch gar nicht erst hingehen, weil dann haben wir den ganzen Weg dahin gemacht. Und dann sagt er dir, ja, du musst erst Level 1000 sein, um hier irgendwas zu öffnen. Ist auch blöd. Deswegen werde ich das so machen wie gerade eben. Dass wir erst ab Level 15 wirklich mal zu den Dingern hinschwimmen und gucken, was da ist. Ich meine, das war jetzt irgendwie offensichtlich, weil es halt so ultra nah ist. Aber wirklich alles andere, erst ab Level 15, beziehungsweise ab Level 15 gehen wir dann auch erst dahin. Auch wenn einer wieder direkt vor unserer Nase ist, brauchen wir gar nicht hingehen. Weil 15 ist so das Minimum-Level dafür. Wir können hier unterwegs noch Steine aufnehmen. Plopp, 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 plopp. Und dann sind wir auch... Sind die leer gegangen? Tatsächlich, die sind nicht leer gegangen, sondern die sind einfach ausgegangen. Warum auch immer. Machen wir die mal wieder an. Das hier könnten wir auch versuchen zu töten, aber ich will aus Prinzip keinen Triceratops töten. So, was haben wir noch hier drin? Wir könnten auf jeden Fall, wir können auf unsere ganzen Hides hier reinschauen, wir können unsere Weste hier reinschauen, wir können unser... Ne, wir wollten ja noch Speere machen. Dann machen wir mal eben Speere. Wo haben wir denn die Speere? Den Sattel will ich auch noch machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Stück. Was fehlt uns danach? Holz könnte uns sogar tatsächlich fehlen. Fiber, Flint fehlt uns auf keinen Fall. Dafür verbrauchen wir zu wenig dafür. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich Holz suchen müssen. Ich werde uns mal noch eine... Ne, Holz kann uns ja auch nicht fehlen. Dann ist es tatsächlich der Fiber, der uns fehlt. Oder so, weiß auch nicht. Warten wir mal ab. Zack, 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 tock, 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 tock. Ich finde die Geräusche auch immer irgendwie cool. Mir gefällt irgendwie die ganze Aufmachung des Spiels gefällt mir echt gut. Ich habe mit weitaus Schlimmerem gerechnet, als ich den Trailer gesehen habe. Dachte ich mir, oh, war ja, wenn die das verkacken, die hundertprozentig, weil die können... Ein Dodo! Ein Dodi-Dodi-Do, Dodi-Dodi-Do, Dodo! Oh! War jetzt noch ein Dodo am Start? Nur das war der einzige Dodo, ne? Zack! Einfach ein paar Mal draufgeschnitzelt. Und dann können wir unser Lagerfeuer auch mal anmachen. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Wir sind auch schon mit der Episode schon wieder fast durch. Oh, 6 Raw Meat, ja, die machen wir uns auch nochmal auf jeden Fall. Was brauchen wir definitiv nicht? Dieses Stone Pick brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir auch nicht, das hier brauchen wir auch nicht. Dafür haben wir die eine, die wir... Ja, okay, eine können wir noch mitnehmen. Die Seeds brauchen wir nicht. Die Flints brauchen wir jetzt gleich noch, um herzustellen. Dinosaurierkacke können wir auch mit da rein tun. Interessiert doch gar keinen. Ne, die passt gar nicht mehr da rein, ne? Die Kiste ist schon voll. Okay, dann werde ich einfach mal hier da hinten hingehen und
Oh, ich mag die Dinos, aber ich finde Dinos so geil, ey. Dann werden wir hier mal ein bisschen Wood abholzen. Wood abholzen, verstehe. Und hier auch nochmal. Würde. Dankeschön. Oh, ich liebe diese Dinofine. Ich liebe dieses Teil. Hallo! Ich hau's deinen Baum ab, du Arsch! Die wollten immer diese Sternblätter essen bei Ein Land vor unserer Zeit. Oh, der Film, ey. So viele Erinnerungen an diesen Film. Okay, dankeschön. Das reicht mir schon. Das sollte tatsächlich noch reichen für 2 bis 3 Dinger. Dann werden wir hier noch ein paar Fiber collecten. Das ist ein bisschen... Ich habe einfach mal in die Wiese geschissen. Ist immer ein bisschen nervig. Schade, dass man nicht auf Kommando scheißen kann. Verstehe ich mich falsch, ne? Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich muss einfach mal kacken, dann setze ich mich einfach ins Wasser und dann kackt man halt da ein bisschen kleinen Aufen rein. So. Ist doch besser, als die ganze Zeit einfach random irgendwie in die Hose zu scheißen. Durch die Hose ja schon fast bei diesem Spiel. Okay, ganz viel Fiber brauchen wir. Fiber, 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 Fiber. Obwohl, das sollte jetzt, glaube ich, auch eigentlich schon wieder 5 Fiber mehr. Ja, das sollte dann doch so langsam reichen. Zumindest für das, was wir vorhaben. Jetzt macht der Schlafsack auch gar nicht das, was ich eigentlich mit dem Schlafsack vorhatte. Ist der schon fertig mit unserem Essen? Nein, aber fast. Gut, dann werde ich mal ganz kurz schauen, wie viele Speere wir noch machen können. 2 Stück möchte ich noch machen. Mindestens. Obwohl, machen wir nochmal einen Speer. Und ansonsten sind wir dann eigentlich ready to go. Wir könnten uns natürlich noch eine Fackel machen. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Wir können das hier mal ausmachen, weil der wird fertig sein, dachte ich mir. So, dann haben wir 19 Fleisch. Wir haben zu trinken. Füllt sich das eigentlich wieder auf? Wir haben jetzt eigentlich... Ne, der verliert langsam Wasser, ne? So war das ja, stimmt. Füllt er sich wieder auf, wenn wir ins Wasser gehen? Scheint nicht so. Das ist allerdings sehr blöd. Okay, dann können wir uns einmal so ein Ding machen. Wir können das nicht wieder auffüllen. Das finde ich tatsächlich ein bisschen doof. Doof, dass wir das nicht wieder auffüllen können. Das gefällt mir nicht so gut. Egal. Wir haben soweit alles. Ich möchte mir noch gerne eine zweite Storage-Box machen. Einfach nur, damit wir auch eine A in einem anderen Raum haben. Und B, damit wir unseren restlichen Stuff sicher unterbringen können. Geht doch in eure Hütte. Stellt die Box da einfach hin. Und singt das Box einfach hinstellen. Lied. Bam, bam, bam. So. Was packen wir denn hier rein? Wir packen hier rein unser Hide, unser Fiber, unser Thatch auf jeden Fall. Das brauchen wir sowieso nicht. Unsere Dinosaurier-Code, unsere Steine, unsere Fibers, unsere noch mehr Fibers, unsere Flints, unsere Spoiled Meat, das kein Schwein braucht. Und unsere Stimberries. Warum auch immer wir unsere Stimberries jetzt reingetan haben. Aber ich mach mal unsere Fackeln aus hier so. Und schauen ganz kurz auf die Karte. Wir sind jetzt... Kann man das irgendwie rausfinden? Ich glaube, ich weiß tatsächlich, wo wir sind. Wenn ich glaube, wo ich weiß, wo wir sind, dann müsste da ein See sein. Also jetzt geradeaus. Da müsste eigentlich ein See sein. Oder, weil ich glaube, wir sind auf dieser kleinen Landzunge, die da ist. Das würde auch wirklich viel Sinn ergeben, wenn wir da wären. Oder wir sind natürlich im... Ne, wir sind auf jeden Fall unten. Warte, wir können doch ganz einfach mal in unserem Sleeping Bag gucken. Da sind ist nämlich unsere Position eingetragen. Wo wir uns denn gerade befinden. Ah, wir sind da. Ah, okay. Ja, das heißt doch, da müsste sich doch dann eigentlich der See befinden, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Nee, der ist da. Hoppala, sorry. Ich würde sagen, wir begeben uns auf eine Reise. Aber wir begeben uns auf die Reise im nächsten Part. Dann reisen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Und gehen, glaube ich, ein bisschen landeinwärts. Wir können uns so ein bisschen an dem grünen Ding orientieren. Das heißt, wir gehen so ein bisschen Richtung orangenes Ding. Wenn wir da sind, müssen wir einfach grünen Ding ein bisschen weiter nach links. Und dann finden wir schon wieder zurück. Das heißt, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.